Willkommen zu einem Videokauzen. Ihr habt uns Fragen gestellt von unserem Instagram-Account. Den Link dazu findet ihr auch noch in der Infobox. Und Mama stellt uns die Fragen. Ich fange jetzt erstmal mit einer geilen Frage an Marleen. Wechselt Marleen jede Woche ihre 7 Freunde, männliche, weil sie ja für jeden Wochentag einen Freund hat? Ironie. Nein, das ist jeden Monat. Also immer einen Monat. Also du hast jeden Kerl sozusagen 4 Tage im Monat? Weil, ja, und dann nächsten Monat kriegst du wieder 7 neue, die du dann auch dann einen Monat. Dann blockiere ich einfach die Nummer und dann sage ich, ich bin umgezogen. Wann bekommt Mara ein richtiges Handy? Hat sie doch. Habe ich doch schon. Wann hast du das bekommen? Als Oma da war, als Geschenk. Vor 2-3 Wochen. Ja, weil Marleen ja ihr neues Handy bekommen hat. Deswegen habe ich ihr altes Handy bekommen. Was war das? Das iPhone 6. Würdet ihr gerne wieder nach Berlin ziehen wollen? Ja. Nein. Also ich mag es nicht, die Hochhäuser da, aber ich finde die ganzen vielen Spielplätze da toll. Da kommt nach allem eine Straße und dann noch einer und dann noch einer und dann noch einer. Was nervt euch an euren Eltern am meisten? Dass ihr immer aufräumen muss. Dass ich nichts machen darf, nirgendwo. Der Bahn hinfahren mit meinem Brill. Ja. Werdet ihr in der Schule wegen YouTube gemobbt? Nein. Nee. Wünscht ihr euch noch ein Geschwisterchen? Nein. Nein. Wünscht ihr euch einen Hund? Nein. Doch, eine deutsche Dogge. Warte, ein Pomeranian. Ein Pomeranian. Warum hat Mara kein Instagram mehr? Das wissen wir auch nicht. Das wurde vielleicht gelöscht oder sowas. Das geht einfach nicht mehr. Wie ist es in der Schule? Werdet ihr da irgendwie anders behandelt als andere? So mit Unterschriften und Selfies etc.? Marleen, echt, du stehst immer da und ein ganzer Kreis um dich rum, jede Pause und so, stimmt's? Und die wollen dich dann auch mal alle einmal anfassen dürfen und so, ne? Ja, und wieso ist das bei mir nicht so? Warum aus, es war ein Scherz. Ciao. Was mögt ihr voneinander am wenigsten? Also was eine Sache, die ihr ganz, ganz schlimm findet am anderen? Dass Marleen mich immer nervt. Du beleidigst mich immer. Ja, weil du mich nervst. Klar. Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Gibt es viele Streitigkeiten zwischen euch? Ja. Sie fängt immer an. Ja, ist klar. Mara, jetzt hast du gerade eingefallen. Was ist eure Lieblingsbeschäftigung? Spielen. Ich spiele halt am meisten mit meinen Freunden draußen. Ich nicht. Und du? Ich mag schlafen auch sehr gern. Sie mag spielen, meinst du wohl? Du kannst nicht jetzt als Lieblingsbeschäftigung schlafen sagen, oder? Ja? Okay. Würdet ihr später auch mal gerne so werden wie eure Mama? Nein. Meine Männerstimme kam gerade. Nee, lieber nicht. Ich hab zu viele Probleme. Was sind für Probleme? Ja, allgemeine. Also. Nächste Frage. Nee. Bei manchen Dingen ja, bei manchen Dingen nicht. Aha, und bei welchen ja? Eigentlich gar nicht. Sag! In welchen, wenn ich nicht so große Füße krieg wie du. Nee, nicht so eine Botten, meinst du wohl. Nicht so eine fetten Uschis, wo okay, bei jedem... Okay, was würdest du nicht gerne so werden, ich wie ich es Ups. Wenn ich so 3 Kinder haben will wie du und ich das auch mit der Brust machen will, will ich nicht so diese Entzündung haben, also das, was du da hattest. Okay. Wenn es weiter nichts ist. What the hell? Wünscht ihr euch Kinder und wenn ja, was denkt ihr, wie viele ihr gerne später haben wollt? Also alle guten Dinge sind ja 3, also ich 3. Also ich glaube, ich werde so 6 Ehemänner haben. Was? Ich will 1. Ein Kind? Ja. Das habe ich mir früher auch immer gesagt. Jetzt habe ich 3. Alle gewollt, natürlich muss. Ungewollt. Ich habe kein ungewolltes Kind. Das heißt, du würdest gewollt und wir alle ungewollt, oder was? Genau. Das stimmt nicht, Mäuschen. Was war das denn? Nein, stimmt nicht. Da kam das Pferd. Ich habe jedes Kind ausgerechnet und es war alles gewollt. Ja, ist wirklich so. Nächste Frage. Nerven euch die Fans manchmal? Also meine Fans? Ja. Also und die Zuschauer? Die Scheiße, ey. Hallo, ich habe noch nicht mal geredet. Ja, dann sag doch. Nö. Hallo, ich habe noch mal nicht geredet. Sie kratzen mich einfach wie so ein Affe. Sag mal, nerven euch eure Fans manchmal? Ja, wenn sie so übertreiben. Womit denn übertreiben? Wer übertreibt das? Oh ja, gib mir schnell Foto! Ah, da
fällt mir gleich wieder Hannover ein. Ja, stimmt, Marlene, komm, da warst du auch echt extrem genervt, ne? Weil sie nicht gehört haben. Ne? Alle, die das jetzt hören, die müssen nicht wegklicken. Das war nicht böse gemeint. Das ist böse. Einfach nächstes Mal nicht zu übertreiben. Was ist eure Lieblingsserie? Pretty Little Liars. Ich guck eigentlich keine Serien. Pretty Little Liars / My Little Pony. Sorry. Ich guck immer mal einfach so auf Netflix, ob es da neue Filme gibt oder sowas, weil ich kenne schon eigentlich alles von Netflix. Werdet ihr Kinder auch manchmal auf der Straße angesprochen, wenn euch jemand erkennt und ihr alleine seid? Oder nur mit Tanja? Nur mit Mama. Nein, aber wir wohnen ja aber auch schon mal zusammen angesprochen. Als ich in Lübeck war, mit meiner Klasse wurde ich auch einmal angesprochen. Einmal. Ich wurde auch mal allein angesprochen von einem Mädchen im Piratenland. Auf einem Geburtstag. Und einmal wurden Marlene und ich zusammen im Elbe-Einkaufszentrum angedingst, als du im Schulladen warst. Und Marlene und ich draußen. Was wollt ihr später mal erreichen? Ich werde professionelle Fotografin bei Germany's Next Topmodel. Ich will eine Giraffe haben. What? Die steht dann immer mit dem Hals bei Marlene im Zimmer und sucht dann Essen auf dem Schreibtisch. Weil wir auch eine Giraffe im Garten haben können, ne? Alter, wie siehst du eigentlich aus mit einem Tuchkopf? Wie verbringt ihr Karneval? Hey, was ist Karneval? Wann war das? Fasching, ja, also das ist ja jetzt in ein paar Tagen. Das ist eigentlich gesetzlich. Nee, am 13. Nein, das ist heute. Wieso feiert man eigentlich Fasching? Das ist eine gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Frage an Nein, Marlene. Ich habe keinen Freund. Marlene, lass mich doch mal aussprechen. Beantworte. Ich bin 14. Marlene! Wenn ihr einen Tag gemeinsam ohne eure Eltern zu Hause wärt und ihr alles tun dürftet, was ihr wolltet, was würdet ihr machen? Eine Party. Ich würde nach Elmshorn fahren mit der Bahn. Wer würde eher in der Öffentlichkeit pupsen? Mara. Habe ich schon mal. Oh, sie sagt, aber ich habe gerade gefurzt. Ich habe schon gelacht. Wer von euch beiden würde eher einen eigenen YouTube-Kanal haben wollen? Sie. Marlene. Nein. Doch, ich will keinen eigenen haben für mich. Hey, du willst eine Spielzeugwelt machen. Wollt ihr mal heiraten? Ja. Ja. Hab ich ja schon. Lieblingsfächer der beiden? Mathe. Englisch. Mathe, Sport, Kunst, Religion und HBS. Okay, also alle. Mhm. Alle außer Deutsch. Und bei Marlenes Lieblingsfächer sind Religion und Sport. Nein, Englisch. Wie steht ihr zu Maris? Mögt ihr ihn mehr oder nervt er euch mehr, dass ihr sagt, ihr könnt ihn nicht ausstehen? Also ich manchmal nervt er mich und manchmal habe ich ihn so doll lieb, dass er mich knuddelt. Ja. Du auch? Ja. Es sieht so hässlich aus, wenn Charlie so die Haare so hat, ne? Voll als wenn die knochig wäre, die so. Also! Habt ihr oft unstimmige Meinungen? Ja. Pistolenschuss, hast du gehört? Wie seid ihr darauf gekommen, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen? So, eigentlich wollte Mara einen eigenen Kanal haben? Nee. Doch. Nein, lass mich doch mal in Ruhe. Also ich will meine Spielzeitwelt. Oh Marlene, also halt doch mal den Mund, ich bin jetzt dran. Also, ich fand es halt cool mit Mamas Videos und sowas. Und da wollte ich halt mit dran sein. Und dann ist Mama halt auf die Idee gekommen, für uns einen Kanal zu machen. Und das fanden wir beide dann halt gut. Es sollte eigentlich mein Kanal sein, aber es sind ja für alle. Falls Marlene hat ja auch manchmal Bock, einfach da mitzumachen. Deswegen haben wir einfach für uns alle drei gemacht. Also Maris ist ja auch ein Kind. Also wir haben das einfach gemacht, weil ich drauf Lust hatte und Marlene auch. Ja. Würdet ihr gerne anders heißen? Ja. Wie denn? Lara Bukina Kusovic. Ja. Sie hält sich ihre Mumu fest. Wenn ihr könntet, würdet ihr doch eure Augenfarbe ändern? Ja, blau. So wie Mama. Das würde so gut zu braunen Haaren passen. Weil grün hat ja nicht jeder Mensch. Was ist eure Lieblingsfarbe? Gelb. Pink. Und mein Lieblingstier ist Giraffe. Wer macht mehr von euch mit Maris? Beide. Beide machen gleich viel. Wer von euch beiden ist mutiger?
Ich traue mich, mehr Leute anzusprechen. Seid ihr Mama oder Papa Kinder? Mama. Papa. Was? Wenn ihr ein Tier sein könntet, welches würdet ihr am liebsten sein? Giraffe. Was? Wenn ihr ein Tier sein könntet. Ein Ehel-Utan. Marlin. Ein Baum. Hund oder Katze? Giraffe. Kleine Hund. Kleine Hund. wenn ihr was an eurem Aussehen verändern könntet, was wäre es? Ich. Meine Arschhaare. Wie groß ist Marlene? 10 Meter. Okay. 1,61. Nee, 1,62. Wie sie das weiß. Könnt ihr verstehen, warum eure Mama keinen Kontakt zu ihrer Schwester hat? Ja. Was ist euer Lieblingsessen? Die Nudeln von Zwiebeln. Ofenkäse. Wie lange seid ihr immer wach? 20 Uhr. Also, wenn ich bei einer Freundin bin, also bei meiner besten Freundin. Melissa. Da bin ich immer richtig lang wach. Da sind wir immer so bis 3 oder so. Ganz normal bin ich einfach 20 Uhr bis 20 ganz Uhr. Ganz normal sage ich mir um 22 Uhr, dass ich mal schlafen gehen sollte. Ich gehe am meisten um 20 Uhr schlafen. Ist Marlene ihr YouTube-Account noch in Betrieb? Nein. Wollt ihr noch mehr Haustiere? Ja. Ein Chihuahua. Ich will einen Hamster noch und einen Hund. Und ich will ein Chihuahua, eine Katze, ein Pferd und eine Giraffe. Genau das. Und ich will einen Baum. Aber ich habe keinen bekommen. Tschüss, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne kostenlos abonnieren oder auch die Glocke aktivieren. Wenn ihr noch weitere Ideen habt für Videos, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Aua, Alter.